Der heutige Tag fängt reichlich vernebelt an und endet letztendlich sonnig und gut. Aber dazwischen liegt ein Zahnarztbesuch, der ja am Tag zuvor schon angestanden hatte. Aber der Zahnarzt konnte es nicht hinbringen, mir einen morschen Zahnwurzel aus dem Unterkiefer zu entfernen. Und so musste ich heute wieder hin. Es war eine Tortur. Und es war einfach ätzend und ja, eine Zahnarzt-OP habe ich schlimmer empfunden, wie die vor einigen Wochen ja, durchgeführte Herz-OP mit dem Setzen von 2 Stents. Aber egal wie dem auch sei, ich habe heute die Gelegenheit genutzt, nicht mehr in die Schule gehen zu können wegen ja, Mundstarrheit. Und stattdessen bin ich mit meiner Tochter Samira gleich donnerstags mittags in den Hohen Westerwald gefahren und habe mir enorme Kühlung meines schmerzenden Unterkiefers, meiner Visage in dieser schönen, kalten Krombachtalsperre gewünscht. Und der Wunsch wurde Wirklichkeit. Und hier schwimmen wir gemeinsam mit unseren Hunden in der sauberen, glasklaren, nur leicht verkrauteten Krombachtalsperre. Und anschließend geht es mir wieder deutlich besser. Bei der Kühlung, bei der sehr angenehmen Kühlung meiner demolierten Visage, meines demolierten Unterkiefers, teste ich gleichzeitig die Wasserfestigkeit und Tauglichkeit meiner neuen Minikamera Lumix FT5 und auch ihre verschiedenen Einstellmöglichkeiten und das alles noch, indem ich ja, im Wasser rumschwimme und dabei gleichzeitig verschiedene Knöpfchen, Mini-Knöpfchen an dieser kleinen Minikamera durchchecke. Ja, und so lerne ich gleichzeitig noch dieses Teil auch in allen Lebenslagen, selbst im Wasser schwimmend mit massiven Zahnschmerzen zu bedienen. Obwohl ich sagen muss, Zahnschmerzen ist falsch. Der Zahn, der mich genervt hat, ist ja schon seit 2 Stunden draußen. Ja, an diesem schönen Frühsommertag haben wir schon donnerstags nachmittags die Gelegenheit, zu unserem See der Krombachtalsperre zu fahren und hier heute mit unseren Hunden schwimmen zu gehen. So stelle ich mir cooles Leben vor, wenn man die Möglichkeit hat, immer dann, wenn das Wetter schön ist, wenn alles schön ist, diese Schönheit da draußen in der Natur zu nutzen und ja, wie heute einfach in diesem Natursee schwimmen zu können. Es ist zwar eine Talsperre, aber sie hat trotzdem einen anderen Charakter wie irgendein verklortes Schwimmbad.
Ich möchte hier und heute an dieser Stelle am 1. Juni 2017 mal behaupten, dass es schon viele Jahre zu meinen Lebensspezialitäten, zu meinen besonderen Fähigkeiten gehört, Schlechtes in Gutes umzuwandeln, ja, unangenehme Erlebnisse, Lebensereignisse, Umstände einfach umzuwandeln, abzuhaken, hinter mir zu lassen und positiv weiterzuleben, weiterzudenken, weitere Aktionen zu planen. Und heute war das so ein kleines Beispiel. 2 Stunden auf dem Zahnarztstuhl haben mich genervt, haben jetzt noch ihre Nachwirkungen. Aber schon kurze Zeit später ist das alles Schnee von gestern, die Sonne scheint. Es geht mir wieder gut und das Leben wird immer wieder positiv gewendet. Das gefällt mir an mir.